und Meghan besuchen kriegsversehrte Sportler. Bild vergrößern nur noch 6 Wochen, dann treten Prinz Harry und Meghan Markle vor den Traualtar. Eine Herzensangelegenheit sind für den Prinzen auch die Invictus Games. Der 33-Jährige hat die Sportveranstaltung für Kriegsversehrte vor einigen Jahren ins Leben gerufen. In Bath, im Südwesten Englands, besuchten Harry und seine Auserwählte jetzt das Trainingslager der britischen Mannschaft, die im September im australischen Sydney antritt. Der Prinz zeigte sich dabei ganz lässig in Jeans und Sportjacke, auch Meghan war im Casual-Look gekleidet. Im vergangenen Jahr hatten sich die Verliebten bei dem Sportwettbewerb erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt. Auszeit vom Hochzeitsstress für die Verlobten war der Termin in Bath eine willkommene Ablenkung von den Hochzeitsvorbereitungen, denn sonst stehen für Harry und Meghan täglich Anproben oder Ablaufplanungen für die Vermählung am 19. an. Die Hochzeit ist in Windsor westlich von London angesetzt.